Thomas Levy von der AX Capital. Können Sie uns doch zuordnen, Herr Rittaus? Was kann ich machen? Können Sie uns doch zuordnen, eventuell? Nee, jetzt so spontan nicht. Was kann ich tun für Sie? Ich helfe Ihnen gerne nochmal auf die Sprünge. Wir sind ein Online-Handelsplattform, Online-Trading, Herr Rittaus. Ja. Sie haben bei uns im Dezember 23 ein Online-Handelskonto registriert. Sie haben einen Bonus reserviert von 500 Euro und den kostenlosen Broker für 4 Wochen lang. Das heißt, bei der Aktivierung sind Sie leider nicht vorangekommen, Herr Rittaus. Warum nicht? Herr Rittaus, bitte? Warum denn nicht? Das weiß ich nicht, Herr Rittaus. Der Grund meines Anrufes ist, ich bin Ihr Account Manager. Ich wurde weitergeleitet von der Finanzabteilung, damit ich Sie nochmal kontaktiere, damit wir Ihren Online-Handelskonto zusammen aktivieren, Herr Rittaus. Ach so, ich dachte, das läuft jetzt die ganze Zeit schon. Nein, leider noch nicht, Herr Rittaus. Nur noch eine Frage. Haben Sie denn irgendwelche Erfahrungen mit Online-Trading bis jetzt gesammelt, Herr Rittaus? Nee, noch überhaupt nicht. Ich habe das damals um Weihnachten rum mal mit meinem Enkel angeguckt, weil der wollte das machen. Okay, Herr Rittaus. Es ist ja kein Problem. Wir können das jetzt sofort aktivieren. Herr Rittaus, nur noch eine Frage. Haben Sie denn eine Visa oder Mastercard? Nee, sowas nutze ich nicht. Haben Sie denn Online-Banking, Herr Rittaus? Klar. Online-Banking haben Sie, ja? Ja, sagte ich ja. Haben Sie eine WhatsApp-Nummer? Habe ich was, bitte? Eine WhatsApp-Nummer. Nein. Sowas benutze ich nicht. Haben Sie eine aktuelle E-Mail-Adresse? Ja, haben Sie da, die Sie mir nennen können? Was haben Sie denn da vorliegen? Also ich habe hier vorliegen taubenmann1977@web.de. Oh ja, da habe ich zwischendurch das Passwort verloren. Da ist gut, dass wir darüber sprechen. Super. Haben Sie denn was eine zu schreiben? Ja, das habe ich. Ja, dann notieren Sie doch bitte mal Taube wie der Vogel. Also die Taube ist da geblieben. Taube, ja, ist kein Problem. Ja, und dann zweimal die Zahl 8. Da wurde mein Enkelsohn geboren. 88, super. Ja. Super, okay. Und dann @aol.com. @aol.com. Ja, .com, ja, ganz Rittaus. Wichtig. .com, also Taube. 88@aol.com. Wunderbar, guter Mann. Herr Rittaus, ich kann Ihnen jetzt die Bankdaten senden per Mail. Das sind schweizerische Bankdaten. Schweizerische sogar? Schweizerische Bankdaten, das sind die sichersten Bankdaten. Das wissen Sie auch. Und diese schweizerische Bankdaten sind ab 250 Euro. Und die sind mit Ihrem Online-Handelskonto verknüpft, Herr Rittaus. Ist das gut? Herr Rittaus, würden Sie das bis in 10 Minuten schaffen? Was denn? Per Online-Banking. Ja, theoretisch schon, aber ich dachte, Sie erklären mir erstmal so ein bisschen, was ich jetzt machen muss und alles, bevor ich da Geld springen lasse. Ne? Nee, das tue ich auf jeden Fall. Herr Rittaus. Ja. Zuerst mal aktivieren wir Ihren Online-Handelskonto. Gut. Und morgen wird sich der Broker bei Ihnen melden. Der Broker? Also sobald der Broker wird sich morgen, sobald Geld bei uns angekommen ist, bei Ihrem Online-Handelskonto angekommen ist, denn es dauert 24 bis 48 Stunden, das wissen Sie. Ja. Ist das ein türkischer Landsmann? Nein. Ja, weil der Name klingt so danach. Wer? Na, welchen Name? Brokan, das hört sich an wie so ein Türke. Nein, Broker. Broker, das ist ein Fachberater, Anlageberater. Ach so, das weiß ich ja nicht. Also, auf Englisch nennt man das Broker. Das weiß ich. Ich habe nur Russisch gehabt in der Schule. Da kann ich nicht mitreden. Das ist überhaupt kein Problem. Herr Rittaus. Gavri Paruski. Dann wird sich der Broker ich kann leider kein Russisch. Na, mein sehen Name Sie. Ist Thomas Levy. Ich bin halb Jude, um die Wahrheit zu sagen. Ja, das macht ja nichts. Da gibt es ja auch viele russischsprachige von.
Das geht's, ja, auf jeden Fall. Aber ist ja auch Wurscht, wo die Leute herkommen. Also, wie gesagt, ganz genau. Hauptsache, man hat ein sauberes Herz. Ja. Und man denkt immer was Gutes und von, nicht Schlechtes. Von wo rufen Sie denn an? Von welcher Stadt sind Sie denn? Von Wien. Von Wien? Österreich. Oh, das ist ja, von toll. Wien, Österreich. Kennen Sie in Wien die Lefthoff-Synagoge? Bitte? Ob Sie die Lefthoff-Synagoge in Wien kennen? Lefthoff-Synagoge, das habe ich, ja, das kenne ich. Ja, sehe, das habe ich mir doch, das ist ja weltbekannt, ne? Dachte das so. Ist weltbekannt, ganz genau. Immer das schon. Männer machen sich. Aber sagen Sie mal, ist, das, ist diese Art von Finanzhandel nicht verboten im Judentum? Also, um die Wahrheit zu sagen, bei manchen, die sind abergläubig, sagen wir mal so. Ah, ja. Bei vielen ist es verboten, bei vielen nicht. Ich es glaube, ist ja mein Job. Ich bin ja Account Manager, ja. Hört aus. Und ich muss ja auch was. Also irgendwie von Leben. Ja, ja, ich will nur nicht, dass Sie Ihre Seele verkaufen, ne, und dann irgendwie da Ärger bekommen. Das will ich nein, auch nicht. Ne? Das auf jeden Fall, Herr Ritthaus. Das ist auf gut, jeden Fall. Da haben Sie vollkommen gut. recht. Herr Ritthaus, schauen Sie mal bitte nach, ob Sie die E-Mail erhalten haben. Können 16, Sie das mal bitte machen? 16 Meerschweinchen steht hier. Das ist aber nicht von Ihnen, oder? Nein, 16 Meerschweinchen nicht. Die E-Mail kommt von Anna.Nowak. Von Anna? Anna.Nowak, ja. Ja. Dann haben Sie die erhalten? Ich aktualisiere das nochmal. Da ja, muss ich mich jetzt ja mal entschuldigen. Ich hätte Sie für einen Herrn gehalten. Ich bin ein Herr. Ach so. Aber Sie erhalten die E-Mail von der Finanzabteilung, also die Bank. Sie machen mich ganz verrückt. Wieso denn ganz verrückt, Herr Ritthaus? Jetzt dachte ich gerade, ich habe Sie die ganze Zeit falsch angesprochen. Nein, Herr Ritthaus, ich bin ein Herr. Ich bin 44 Jahre alt, also damit wir uns nicht falsch verstehen. Ja, das ist gut. Also, also hier ist noch nichts angekommen, Kollege. Das hat nicht funktioniert. Aktualisieren Sie es bitte nochmal. Das war taube88 @aol.com. Ich habe das schon, ja. Schon veraktualisiert. Das habe ich schon gemacht. Zweimal. Schauen Sie mal bitte alle Ordner nach. Spam-Ordner kann es gelandet sein. Ja, da gucke ich immer als erstes rein, weil da kommen 99% meiner E-Mails irgendwie an. Also die müsste schon angekommen sein. Ich sende die nochmal raus. Ja, sei mal so. Einen kleinen Augenblick. Was machen Sie denn beruflich, wenn ich fragen darf, Herr Ritthaus? Ich bin hauptberuflich im Ruhestand. In Ruhestand, super. Ja, ja. Ich Und was bin, haben Sie früher gemacht? Wollte ich gerade erzählen, ich bin Uhrmachermeister. Uhrmachermeister, super. Ja, ja. Super. Will aber Sie heute ja keiner mehr haben. Kaufen ja alle nur noch ihre Smartphones da. Wonach also Sie auch nein, vorhin gefragt haben. Ich sage für mich selber, Smartuhren habe ich nie getragen. Also würde ich auch niemals machen. Die sind ja also auch nicht smart. Die Dinger verdummen einem ja. Das sehe ich ja bei mir in der Familie. Also, die hängen alle immer nur noch vor den Geräten. Die sind alle dumm wie Brot. Das ist unglaublich. Ja, da haben Sie recht mit den Smart-Geräten. Also das war Taube, ne? Taube wie der Vogel. Ohne N. Also ohne ein N, ne? Singular. Ganz genau. Taube, 88, @aol.com. Wie Computer. Also zwei E-Mails sind schon rausgesendet. Ja, also dieselben E-Mails. Also bei mir ist jetzt noch keiner eingetroffen. Aber Schauen das Sie macht mal bei ja auch allen E-Mails. Habe ich schon. Vielleicht dauert das ja, weil von Wien ist das ja ein Stückchen. Sie können mir so lange ja mal erzählen, wie viel man bei Ihnen so im Jahr denn verdienen kann. Also es kommt drauf an, wenn wir in zwei oder vier Wochen, sagen wir mal so, einen Termin zusammen vereinbaren, Herr Ritthaus. Und wenn ich Sie nachfragen werde, das werde ich auch auf jeden Fall, und zu 99% werden Sie auch zufrieden sein. Ja. Es wird dann auf Ihrer Seite drauf kommen, wie viel oder
Sie mit Ihrem Eigenkapital beginnen möchten. Ach so, läuft da das Eigenkapital von der Uhrmacherei mit rein, oder wie funktioniert das? Nein. Also das hängt ja von Ihnen ab, Herr Rittaus. Sie können mit in 2 oder 4 Wochen mit 150 Euro und aufwärts mit Ihrem Eigenkapital anfangen zu handeln. Oh, das hört sich ja gut den Bonus an. Drauf. Also wie gesagt, sagen wir mal so, mit 150 oder 250 Euro Eigenkapital kann man heutzutage nicht viel verdienen. Aber ein paar hundert Euro werden sie schon verdienen, sagen wir mal so. Ja, das ist, weil der Enkelsohn, der ist ja ein bisschen älter geworden, ne? Dem habe ich schon mal angeboten, Teil von der Erbsumme. Und der wollte das anlegen, ne? Aber da sind wir irgendwie, haben wir das Thema gar nicht mehr. Ja, ich habe es vergessen. Ja, man kann es vergessen. Also sagen wir mal so, ich bin auch Account Manager. Ich tue auch viele Sachen vergessen. Und das mit 44 Jahre alt. Ja, dann vergessen Sie aber hoffentlich nicht, Profite zu machen, ne? Nein, das auf keinen Fall. Denn wie gesagt, von 10 Uhr bis 18 Uhr im Rittaus handelt der Anlageberater für Sie. Ja. Und ab 18 Uhr schaltet sich die künstliche Intelligenz ein, automatisch. Das ist gut. Also wir handeln mit der MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Das ist gut. Und werden Sie sehr, sehr zufrieden sein, da können Sie mir glauben. Aber ich kenne das ja. Herr Rittaus, es ist ja überhaupt kein Problem. Der Broker, sobald das Geld auf Ihrem Online-Handelskonto als Deposit hinterlegt wird, wird sich der Broker sofort bei Ihnen melden, Herr Rittaus. Der wird Ihnen die Wege zeigen. Aber nicht heute Nacht, ne? Nein. Herr Rittaus, wir haben doch noch nicht Ihren Online-Handelskonto aktiviert. Sagen wir mal so. Da arbeiten wir ja gerade dran. Wir könnten es aktivieren, habe ich Ihnen auch eben erzählt. Wenn Sie eine Visa oder Mastercard haben, sekundenschnell geht das. Habe ich aber nicht. Dann können Sie. Nein, es ist ja überhaupt kein Problem. Ich tue es Ihnen nur nochmal erklären, Herr Rittaus. So. Aber da Sie ja keins haben, machen wir das per Online-Banking, Herr Rittaus. Ja. Und innerhalb von 24 bis 48 Stunden dauert das ja, bis das Geld auf Ihrem Online-Handelskonto drauf ist. Das wissen Sie auch selber. Ja, das kenne ich. Nicht. Man kann das ja auch per Blitz machen. Jetzt. Und sobald das Geld drauf ist auf Ihrem Online-Handelskonto, rufe ich Sie nochmal an, heiße Sie herzlich willkommen. Ja, und danke. Frage Sie nach, wann der Broker sich bei Ihnen melden kann, welche Uhrzeit, dann wird er sich auch bei Ihnen melden, Herr Rittaus. Das hört sich doch gut an, ne? Das hört sich super an. Und da können Sie mir auch zu 99% vertrauen, wenn Sie mir nur 1% Mazel-Tow. Von Ihrer Welt geben. Mazel-Tow. Herr Rittaus, schauen Sie mal bitte nochmal auf Ihre E-Mail. Können wir einmal zusammen Shalom Kawai sagen? Das bringt Glück. Bitte? Shalom Kawai, das bringt Glück. Shalom Hawaii. Nein, Shalom. Shalom Kawai. Nicht Hawaii. Ah, wie? Shalom Kawai. Shalom. Shalom. Wie die müssen als Jude den Ausdruck Shalom kennen. Shalom Kawai. Lang lebe Martin Goldnatz, lang lebe die NWO. Ach, gehören Sie auch dazu? Bitte? Sie sind doch bestimmt von der Abteilung NWO muslimischer Support, oder? Haben Sie mit dem Herrn Baraka Nein. zu tun? Niemon Baraka? Nein. Kennen Sie nicht? Also kennen schon, aber mit denen habe ich nichts zu tun. Ja, der ist jetzt ja auch schon länger nicht mehr online gewesen. Was ist denn Ihr Lieblingsvideo von Niemon? Lieblingsvideo von wem? Von Niemon. Vom Niemon? Von Niemon. Von Mimon. Ja. Also, mein Lieblingsspielfilm und der beste Akteur meinerseits ist John Wick. Aber der hat ja nichts mit Mimon Baraka zu tun, ne? Nein, mit Mimon Baraka hat er nichts zu tun. Wie haben Sie denn durch seine Videos erfahren? Also, durch die Videos habe ich erfahren,
Da mein Vater, der verstorben ist, Oh, das tut mir leid. es ist kein Problem, hat auch viele Filme von Nimon Barak gesehen. Ja. Und das war ja auch, sagen wir mal so, der Lieblingsakteur meines Vaters. Ja, der ist schon, der hat schon drauf, ne? Das ist ja mal, Ja. mal guckt 50 Jahre Nafri Power, also da hat er sich schon, Ja, da hat er ja. sich Mühe gegeben, da. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, Ja, auf jeden Fall. genauso viel Mühe, wie ich mir gebe, ihre E-Mail zu finden, aber die kommt nicht an. Herr Rittaus, ich tue mal die E-Mail-Adresse buchstabieren, die Sie mir gegeben haben, ja? Ja, das Wort Taube kann man ja eigentlich nicht falsch schreiben. Also taube88@aol.com. Punkt com. Genau, guter Mann. Also wie gesagt, die E-Mail ist zweimal rausgesendet worden. Ja, dann müssen wir jetzt einfach warten, weil ich muss jetzt dann auch zur Dialyse. Dann müssen wir das morgen machen. Herr Rittaus, ich rufe Sie morgen nochmal. Ich denke, wenn Sie die E-Mail aktualisieren, dass Das Sie die habe ich schon E-Mail auch gemacht. erhalten von der Anna Nowak. Mit F5 aktualisiert und auch die Seite neu geladen. Ist nicht gekommen. Ab wann arbeiten Sie denn morgen? Ab 10 Uhr, Na gut, da Herr wird das Rittaus. schwierig. Da bin ich schon unterwegs. Aber wir werden schon zusammenkommen. Wann kann ich Sie denn morgen nochmal anrufen, Herr Das Rittaus? weiß ich nicht. Also wenn ich wieder so renitent gestalkt werde wie die letzten Tage, dann dauert es länger, bis ich zu Hause bin. Aber das weiß ich halt vorher nicht, ne? Kann ich Sie so gegen 17 Uhr um dieselbe Uhrzeit nochmal versuchen zu erreichen, Herr Versuchen können Rittaus? Sie es jederzeit. Ich kann nur nicht versprechen, dass ich da bin, ne? Haben Sie denn auch eine Handynummer, Nee, sowas Herr benutze Rittaus? ich nicht. Da rufen immer Leute an. Das mag ich nicht. Da haben Sie recht, da haben Sie vollkommen recht. Aber ich werde Ihnen nochmals die E-Mail raussenden, Das Herr können Rittaus. wir gerne machen. So, Und wenn es möglich wäre, ja. wenn die E-Mail auch ankommt und die Bankdaten, wenn, also Sie werden die erhalten, schweizerische Bankdaten, wenn Sie die per Online-Banking getätigt haben, die Überweisung, Ja. dann würde ich Sie bitten, dass Sie mir ein Nachweis, also ein Beleg Ja, kriegen wir per hin. Mail senden. Meister Lampe, ich Wäre muss das jetzt, möglich? ich krieg das hin, ich muss jetzt los, sonst schaffe ich den Bus nicht mehr. Tut mir leid. Es ist überhaupt kein Problem, Herr Rittaus. Ich rufe Sie morgen so gegen 17 Uhr nochmal an. So Ich machen wir wünsche Ihnen das. alles Gute. Bleiben Sie gesund und bis Dito, morgen, bis Herr dann. Rittaus. Tschüss. Dankeschön. Jo, bis dann. Tschüss.